Yeah, pass auf, ey, check, check. Ich hab das Mic in der Hand und ich stehe meinem Mann. Der ganze Tansania-Park ist mir noch unbekannt, aber... Marc und Valero sind neugierig, denn hier um die Ecke gibt es einen Park. Nie eröffnet, seit 20 Jahren abgeschlossen. Warum glaubst du, dass es wichtig ist, dass wir uns mit dem Kolonialismus beschäftigen? Es ist ein Denkmal, wo man vorbeigeht und sich nichts denkt dabei, aber man sollte sich schon Gedanken machen, was dahinter steckt. A lot of European citizens are here. It seems that they don't have knowledge concerning Africa. Zum Beispiel bei mir in der Schule kam das Thema fast gar nicht vor und ich finde es super wichtig, dass sich jede Person in Deutschland damit auseinandersetzt. Wir brauchen einen Blick auf die Vergangenheit aus verschiedenen Perspektiven, wo die unterschiedlichen Wirklichkeiten und Erfahrungen geteilt werden. Doch was ist unsere Perspektive, wenn der Park verschlossen bleibt? Eine Antwort kommt aus Tansania. Looking at the park and the layer of history into it and how this park is founded into key colonial actors like Leto Vorbeck and how the park is only telling the story of colonial powers, forgetting the victims. I keep questioning myself also this park being within the Hamburg state or city, where Hamburg played a big role to colonization. How are we going to deal with such history of the park and the city itself? We all know that Hamburg has some of the families which benefited out of this colonial trade. And also Hamburg has a lot of history connection with the former colonies as compared to other cities in Germany. To me, colonial askaris appear like the extremist groups of terrorists. But are we aware of what the German colonial army and the askaris did to African families when enforcing colonial rule? Does the monument tell the history of the victims as well? Nein, die Brutalität der deutschen Kolonialzeit sei hier nicht abgebildet, so KritikerInnen. Die kolonialen Denkmäler seien mit nationalsozialistischer Ideologie verbunden, nicht ausreichend eingeordnet. Die Fronten scheinen verhärtet. Ich bin nicht sicher, ob es eine Lösung gibt, ihn aufzumachen, in die, die wirklich alle Beteiligten, alle Kritikerinnen und Kritiker zufriedenstellt. Doch wie kann der Park endlich für alle und vor allem für den Stadtteil zugänglich werden? Ich sage ganz ehrlich, dass ich noch nicht so ganz den Weg sehe, wie man dieses wird erreichen können, weil es ein sehr, sehr schwieriger Weg ist. Also ich glaube, dass wir mit den Mitteln der Musik Dinge erreichen können, die wir per Sprache nie erreichen werden. Und mal gucken, vielleicht funktioniert das für den Park. Wenn die Personen, die hier in Jenfeld wohnen und aufgewachsen sind, über diesen Park Bescheid wissen, dann wird dann auch bewusst, oh krass, das wusste ich gar nicht. Und die haben dann vielleicht dasselbe Denken wie ich, also dasselbe Gefühl, so ein Wow-Effekt. Ja. Dass man sich denkt, oh, das ist in meiner Gegend, habe ich gar nicht gemerkt. Heute ging es um den Tansania-Park, was ein Tag. Menschen laufen Hamburg-Straßen auf und ab, sie sehen die kolonialen Spuren nicht. Sie sehen die kolonialen Spuren nicht. Imetokea Tansania, chiamani yenye upendo, watu wote tunapenda kushirikiana kwenye misiba, mengine ni kwenye shughuli. Mwalimu wetu Julius Kambarage ni Nyerere aliwakimbiza ni wakoloni kutoka nchi yetu ni kwenda nchini kwao. Sisi hapa wote tumetumikishwa. Wir werden für das Frühjahr die Rap-Führungen anbieten. Die werden ja jetzt entwickelt mit den Jugendlichen und den beiden Rappern. Dann haben wir noch Workshops mit verschiedenen Instrumenten. Also, dass wir gucken, dass wir noch Musik in den Park bringen, dass wir Videoinstallationen machen, Lichtinstallationen. Und was mir sehr am Herzen liegt, ist ein dauerhafter Austausch mit den Menschen in Tansania. Hamburg, they have the opportunity now to discuss about colonial history. It's the burden that
is coming maybe with kind of regret, shame, guilty, but it's a process as well, where people need to process all these feelings, the discussions, the emotions, and at the end they need to grow into the debates so that they can have concrete decisions and output into their colonial history, monuments and heritage. Dieser Bismann, hört euch den Bericht an. Sein Leben ändert sich, als sein Kontakt mit einem Jurist kam. Und zwar mit Paul Pogge 1879. Bismanns Interesse für Afrika ist plötzlich riesig. Vorher noch als trunkener Draufgänger verschrien, zieht er 1881 mit Pogge los und mit ihm von der West- bis zur Ostküste, äquatorial, Afrika zu durchqueren. Doch was er sah, entsprach nicht dem, was er sich vorher ausmalte. Handelsrouten, die er schon lange Zeit ihren Lauf nahmen. Alles nicht so jungfräulich, niemand, der auf ihn wartete. Voller Argwohn blickte er auf die fremden Dynamiken, immer mit der Haltung überlegen zu sein. Jeden zivilisatorischen Fortschritt redet der Klein, jedes anders sein, beweise nur, wie schwach sie doch sind. Und dass er wiederum rassisch bedingt ist, war im klassischen Sinn eine Kolonialherrenmentalität, was seine Reflexion belegt, denn am Ende seiner Reise schrieb er, es sei fast zu spät, der Kontinent völlig verloren, wenn Europa sich nicht erhebt, zu retten, was zu retten ist, das sei die Maxime, und natürlich müsse auch Europa daran verdienen, Arbeitskraft und Rohstoffe, das schulden sie uns, für die zivilisatorische Hilfe, die sie bekommen, ja laut Hermann von Bismarck waren die Bewohner Afrikas, unsere halben Untertanen, die man quasi besaß, die man unterstützte, ein Leben in Würde. Also eines wie Europäer zu führen, ja dieser Mensch wurde lange Zeit von einigen Menschen als ein Philanthrop verklärt, statt und zu seinem Gedenken errichtet. Doch die Geschichte leider nicht zu Ende, denn mit Macht ausgestattet führte er weitere Kämpfe. Die Rezeption von Hermann von Bismarck, die wird oft auf diesen Kontinentdurchquerungseffekt beschränkt und dann wird er als berühmter Afrikaforscher bezeichnet, aber das ist wirklich nicht alles. Das ist nur der Beginn dieser Geschichte. Ja. Ein antikolonialer Aufstand der Swahili zwingt das Deutsche Reich zur Aufgabe seiner Gebiete. Bagamoyo und Dar es Salaam bleiben noch da, um diese zu verteidigen, wird Bismarck Reichskommissar. Als diese publizierte im Januar sein Aktionsprogramm, ein Vernichtungskrieg als humanitäre Mission getarnt, der Auftrag Bismarcks wiederum lautete, nur die Küstenorte zu erhalten. Doch Bismarck wollte hier nicht gehorchen. Krieger wurden exportiert für Strafexpeditionen. Im ganzen Inneren folgten nun Exekutionen. Die sogenannte Bismarck-Truppe verbreitete Angst und Schreckenmassaker mit Maschinen, Gewehren und Bajonetten, die mehr sehen auszutreiben. Die Vernichtung von Ernte, damit sie Hunger leiden, und verhängte Todesurteile oftmals aus Willkür, nur um den Bewohnern zu zeigen, dass niemand sich hier sicher fühlen kann. Sollte einer rebellieren, Eugen Richter, Abgeordneter, ein Reichstag kritisierte Bismarcks Vorgehen in Afrika, der Konteradmiral. Deinert nannte Bismarck größenwahnsinnig brutal. Trotzdem glich die Rückkehr nach Deutschland einen Triumphzug. Tausende von Menschen jubelten ihm zu. Doch seine Entlassung folgte nur wenig später. Nicht weil bei ihm jeder moralische Wert gefehlt hat, sondern weil sein Umgang mit belegt hat, dass er mit dem Umgang von finanziellen Mitteln nicht ein was geht war. Statt 2 Millionen kostet es ein Krieg über 9. Auch von Genauigkeit beim Haushaltsbuch führen war er kein Freund. Existenz und Leben vernichten, das war eine Sache. Doch auf Reichskommissare, die nicht mit Geld umgehen können, war es schwer, sich einzulassen, nur möglich sich einzulassen, bis man wurde, bis auf Weiteres missachtet. Interessant ist, dass die Welt zu erobern, die Kolonialzeit sich als Vorbild genommen. Und damals wurde, das haben wir auch gerade recherchiert und teilweise neu entdeckt, wurden dann auch große Wandposter und Ähnliches für den Schulunterricht hergestellt über unsere deutschen, früheren deutschen Kolonien. Und damit wurde natürlich letztlich auch der Zweite Weltkrieg vorbereitet, intellektuell in den Schulen und in anderen vielen Vorträgen etc. Da tauchte Bismarck auch wieder auf.